Moin zusammen und herzlich willkommen zum nächsten Video, liebe Freunde. Eigentlich sollte heute eine Craft Attack Folge kommen und deswegen auch erstmal ein frohes neues Jahr an alle. Ich hoffe, ihr hattet alle einen guten Rutsch und seid gesund ins neue Jahr gekommen und natürlich viel Gesundheit fürs laufende Jahr jetzt. Und normalerweise wäre jetzt eigentlich ein Craft Attack Video gekommen. Das Problem ist, ich bin jetzt gerade mitten im Livestream. Ihr seht auch, der Open End Livestream ist immer noch am Laufen. Und irgendwie, ich habe keine Ahnung wieso, weshalb, warum, funktioniert der Craft Attack Server gerade nicht richtig. Der ist so ein bisschen am Rumspinnen. Kann ich jetzt leider gerade nicht so ändern zum jetzigen Zeitpunkt. Müssen wir dann mal schauen. Ist aber halb so wild. Dann werden wir jetzt hier ein bisschen was aufnehmen, Freunde. Und zwar, ich bin jetzt gerade hier auf dem Bauserver. Da kann ich euch mal so ein bisschen einen Überblick geben, was jetzt aktuell so gerade passiert und gemacht wird. Wir hatten ja jetzt vor kurzem den ersten Test gehabt. Übrigens, wichtiger Hinweis an der Stelle, der nächste Testtermin steht auch schon fest. Und das wird ein Public-Test. Das heißt, er wird von Anfang an für alle frei sein, der Test. Ihr müsst kein Founder-Pack kaufen oder ihr müsst kein Founder-Pack besitzen. Das könnt ihr wirklich dann holen, wenn ihr einfach der Meinung seid, ihr wollt das Netzwerk unterstützen. Ne, müsst ihr jetzt für den Test nicht euch extra irgendwie erwerben oder so. Und das Ganze geht los am 27. Januar um 18 Uhr bis 29. Januar, circa 18 Uhr. Trimax wird bei diesem Test auch wahrscheinlich sehr viel mitspielen. Da wird es auch einige Sachen zu geben. Und wir gucken uns jetzt hier nebenbei mal so ein bisschen an, was hier so im Hintergrund alles passiert momentan, ja. Also hier sind auch neue Kaktusklicker-Skins in Arbeit, zum Beispiel hier ein Klemmbaustein-Skin, der so Klemmbaustein-mäßig aussieht, ne. Da sieht man schon, hier ist schon einiges echt krass vorgebaut. Wird auf jeden Fall auch eine richtig, richtig coole Sache werden. Und Test wird es dann game-technisch auch einiges zu entdecken geben. Was genau, das werde ich euch noch dann im Laufe, ich denke mal, der nächsten Woche erzählen, weil wir haben jetzt diese Woche noch Planungsmeeting und da werden wir dann planen, was alles für den Test ready gemacht wird, was wir da so testen wollen und was ihr so an neuen Features zur Verfügung gestellt bekommt. Aber wir kommen ja momentan echt ziemlich gut voran, muss man sagen. Der letzte Test lief auch wieder extrem gut, 900 Spieler in der Spitze. War ein bisschen spontan, dass Trimax dann dazugekommen ist, deswegen, ich denke mal, jetzt der nächste Test, da wollen wir das Netzwerk mal richtig voll machen mit 2000 Spielern oder mehr sogar und mal gucken, wie sich alles verhält und wenn das richtig gut läuft, da kommt erstmal übelst der Voice Crack. Wenn das richtig gut läuft, dann sind wir performance-technisch auf jeden Fall für den Release ready, würde ich sagen. Ihr könnt auch gerne mal, wenn ihr wollt, so in den Blogpost gehen. Da gibt es ja jetzt auch einen neueren für die Leute, die den letzten Test gespielt haben. Schreibt uns da gerne mal Feedback, wenn ihr irgendwas für die Game Modes habt. Ich kann jetzt gleich auch mal ganz kurz was wegen Bad Wars noch erzählen. Und zwar bei Bad Wars. Ich gehe mal ganz kurz rüber auf die Bad Wars Karten. Server Bad Wars. Da kam noch das Feedback rein, dass man viel zu viel Kupfer hat teilweise. Da haben wir uns jetzt auch noch was überlegt. Und zwar werden jetzt noch neu reinkommen die Raketen für die Armbrust. Der Plan ist jetzt, dass wir die Armbrust günstiger machen. Ich weiß gar nicht, wie viel die jetzt gerade kostet. Die kostet auf jeden Fall Eisen. Die wird günstiger werden. Und dann werden Raketen als Munition reinkommen. Die sind so ein bisschen wie die Feuerbälle, die man aus dem Hypixel Bad Wars kennt. Allerdings fliegen die Raketen, glaube ich, nicht komplett gerade, sondern wie so ein Pfeil. Das heißt, man muss mit denen ein bisschen besser aimen und die zerstören keine Blöcke. Aber die machen halt Flächenschaden. Wir müssen mal gucken, man kann ja die Rakete entsprechend verstärken, man kann die ja mit Feuersternen verstärken, die Raketen. Das heißt, die machen dann umso mehr Damage. Da müssen wir so ein bisschen rumprobieren, welche Rakete von der Balance her echt wirklich ausreichend und gut ist und welche nicht zu stark ist. Und dann werden wir gucken halt. Die normalen Pfeile, die werden auch vom Preis her geändert. Die werden jetzt von Eisen auch auf Kupfer geändert. Aber keine Sorge, die werden trotzdem natürlich noch ihren Preis haben, sodass Kupfer auf jeden Fall einen hohen Wert hat. Weil man kann viele verschiedene Dinge jetzt mit Kupfer kaufen, die wertvoll sind. Zum Beispiel Raketen oder halt auch Pfeile. Oder man kann ja auch das Bett auf einen Anker verbessern und all so ein Kram. Also da sind so allerhand Sachen jetzt mit am Start, die auf jeden Fall Sinn ergeben. Und deswegen denke ich mal, wird das Kupfer auf jeden Fall da so seinen Wert jetzt mittlerweile entwickeln. Und da müssen wir einfach mal schauen, wie das Ganze sich dann so macht. Das ist auf jeden Fall Feedback, was von euch, von den Spielern reinkam.
Ansonsten, Get Down lief ja im letzten Test, war sogar einer der beliebtesten Game-Modes, also auf Platz 1 natürlich ungeschlagen, Kaktus-Klicker, die Leute sind wie geisteskrank süchtig danach, aber Get Down kam extrem gut an, da müssen wir auch mal gucken, dass wir overlay-technisch noch einige Verbesserungen vornehmen, damit vor allen Dingen auch das Ganze mit dem, zum Beispiel, was ein bisschen nervig ist, ist, wenn sich jemand so einen Goldrausch-Block holt, dann hat man ja über den ganzen Bildschirm so ein Title-Screen. Das hat schon einige Leute genervt. Da habe ich auf jeden Fall eine Idee, wie wir das Ganze nochmal so ein bisschen dezenter und schöner gemacht kriegen. Müssen wir mal schauen, dass wir das alles auch noch in Angriff nehmen. Da muss man gucken, was jetzt bis zum nächsten Test möglich ist, ne? Da kann ich jetzt noch nicht so viel zu sagen, bevor wir das Planungsmeeting hatten. Aber wichtig ist auf jeden Fall, merkt euch den Termin. 27. Januar bis 29. Januar, 18 Uhr geht's los. Da ist der große Public-Test. Da werden wir einen riesengroßen Public-Test machen und gucken, wie sich das Netzwerk unter Last verhält, wenn ganz viele Leute drauf connecten und alles. Ich denke aber schon, dass wir sehr, sehr gut vorbereitet sind. Wir hatten jetzt sehr viele Tests, haben sogar welche gehabt, wo richtig viele Spieler da waren und selbst da liefen die gut. Deswegen, ich bin mal gespannt. Das wird jetzt der erste richtig große Public-Test werden. Und da bin ich guter Dinge, dass das Ganze funktionieren wird. Ja, und ansonsten, wenn ihr irgendwie Ideen oder Vorschläge fürs Netzwerk habt, ne, schreibt es gerne in die Kommentare, auch Dinge, die euch wichtig sind fürs Netzwerk. Dann können wir schauen, was wir davon vielleicht noch nicht haben, was man gut einbauen kann. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim großen Public-Test allerspätestens oder beim nächsten Video. Ich hoffe auf jeden Fall, dass der Craft-Attack-Server bis dahin wieder vernünftig läuft. Weil im Moment sieht das ja eher nicht danach aus. Also wenn ich drauf connecte, er läuft zwar immer ganz kurz, aber das reicht halt nicht, um ein Video aufzunehmen, weil es fängt immer wieder an, zwischendurch zu laggen. Ich kann es euch jetzt auch mal zeigen. Es kann sein, dass er jetzt eine Zeit lang läuft, aber ich bin jetzt eben beim Aufnehmen immer wieder zwischendurch runtergeflogen. Und ich weiß nicht, keine Ahnung, hat irgendwie Netzwerkprobleme oder so, hatte schon Spark gesagt. Da werden wir beim nächsten Mal auf jeden Fall eine Folge aufnehmen, wenn das dann klappt. Und dann geht's dann weiter mit Craft Attack, mit unserem wunderbaren Teich. Ich baue nebenbei im Livestream jetzt ein bisschen weiter an der Höhle, um zu gucken, ob der Server wieder zwischendurch läuft. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut, tschüss zusammen!